Hallo meine Lieben, hier ist eure Jonanda und ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zur Legung für die 12. Rauhnacht. Das ist jetzt die letzte Legung unserer Rauhnächte und die spiegelt sich auch in den Dezember 2023. Ich werde auch diese Legung in unserem Ordner für die Rauhnächte unter Playlists abspeichern, sodass ihr im Dezember nochmal diese Legung als Monatsorakel anschauen könnt. Und in diesem Ordner findet ihr dann alle Rauhnächte sowie alle Kartenlegungen, die in den Rauhnächten von mir gelegt wurden. Und ich habe gesehen, das sind eine ganze Menge. Das heißt, wir haben das ganze Jahr über zusätzliche Botschaften und ich habe die auch alles so gekennzeichnet, dass man die also dem Monat zuordnen kann. Gell? Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ja, da schauen wir mal. Also die Tore werden sich jetzt bald wieder schließen und zwar am 6. Januar. Ich habe mich gestern mit meiner Freundin unterhalten, weil ja die Rauhnächte immer so ein bisschen für Durcheinander sorgen. Ne? Wann fangen die eigentlich an? Wann fängt man am besten an? Und meine Freundin sagte mir, dass für sie die Rauhnächte ab dem 21. Dezember beginnen. Viele starten ja auch schon am 21., sind dann natürlich entsprechend früher fertig. Manche starten am 24., manche fangen mit dem Zählen eigentlich erst am 25. an. Weil die erste Rauhnacht ist ja in der Nacht, also eigentlich laut Menschlichkeit, also menschlichem Gedöns, ne, beginnt die ja dann um 0 Uhr. Also quasi beginnt die eigentlich am 25., das ist die Nacht von dem 24. auf den 25. Die werden natürlich jetzt mit der 12. Rauhnacht einen Tag später, ne, die wirklich erst ab 0 Uhr zählen, weil die beginnen dann automatisch am 25. Für mich ist es halt immer mit Einbruch der Dunkelheit und dann sagte meine Freundin, es spielt eigentlich keine Rolle. Ab dem 21. ist die Rauhnachtsenergie da. In der Zeit zwischen dem 21. Dezember bis zum 6. Januar sind Rauhnächte und da sind die Tore offen, peng. Und eigentlich hat sie recht. Es ist alles, wie alles, eine absolute Gefühlssache. Und das ist jetzt einfach die 12. Rauhnacht, wann auch immer die für dich stimmig ist und spiegelt sich auf den Dezember. Ja, das wollte ich auch nochmal angesprochen haben. Also da macht einen ja selbst verwirrt. Ne? Es macht einen echt selbst verwirrt. Und ab morgen geht es wieder ganz normal mit den Tagesenergien weiter und mit der Dorfkneipe und, und. Ich bedanke mich auch für alle, die neu dazugekommen sind und ich bedanke mich für 33.000 Abonnenten. Ihr seid einfach toll. Vielen, vielen herzlichen Dank und ja, empfehlt gerne unsere Community weiter. Mögen wir wachsen und gedeihen. So, jetzt geht's los mit Erat Aliquando. Und ich bin mal gespannt, welche Energie uns für heute in den Tag gegeben wird, beziehungsweise in die Rauhnacht. So, drei sind liegen geblieben. Ist ja auch spannend. Nee, ich nehme sie jetzt mal rein. So, ihr da oben, wir sind bereit für Botschaft. Eine noch. Ups, da sind noch zwei rausgefallen. So, die mischen wir jetzt erstmal wieder alle. Ich kann euch schon sagen, er ist nicht dabei. Also, der Wolfslauf sozusagen, der hat sich geändert. Aber ey, viermal hintereinander ist der gefallen. Das finde ich schon echt ein Ding. Es geht los mit dem Dachs, dem Rehkitz, der leeren Karte. Die ist gerade auch sehr präsent. Schneeglöckchen, Baum der Welten und das Spinnrad. Also, bei dem Dachs geht es ja um die Heilung, ne? Und der liegt ganz am Anfang der Reihe und hat sich gut um sich selbst gekümmert, sich selbst umsorgt und dann liegt direkt neben dem Dachs das Rehkitz. Das sieht so aus, als ob nach einem Heilungsprozess ein Neuanfang ansteht. Ne? Es war vielleicht eine Zeit des Rückzugs, es war eine Zeit der Selbstreflexion, des um sich selbst kümmerns, des sich selbst gut nährens und diese Zeit ist jetzt abgeschlossen, weil jetzt geht es weiter mit
einem neuen Anfang, ein neuer Tag beginnt, kann man so sagen. Und da liegt das Rehkitz friedlich schlummernd im hohen Gras, in dem tiefen Vertrauen, dass sich gut um es gekümmert wird. Ne? Also da ein ganz feiner, zarter Neuanfang, ne? So kann man es vielleicht bezeichnen, weil das Rehkitz ist ja schützenswert. Und bedeutet für mich auch, dass dieser Neuanfang, dass da so ein Schutz drauf liegt. Und dann haben wir die leere Karte, alle Kräfte wirken. Das heißt aber auch, dass dieser Neuanfang vielleicht erstmal für ein ziemliches Durcheinander sorgen kann. Es ist ja immer so, wenn Chaos irgendwo ist, dann sortieren sich die Dinge gerade neu. Also eigentlich unterstreicht das diese Umbruchsenergie. Also diese beiden in Kombination, da steht ein Neuanfang an, der kann auch ein bisschen chaotisch sein, aber da liegt ein Schutz drüber, es soll genauso sein. Und hier wird mit dem Schneeglöckchen das Eis gebrochen. Also ein neuer Frühling kommt, das macht alles so Sinn. Na, als ob man aus dem Rückzug zurückkommt, man verlässt den Dachsbau in der Tiefe wieder und es geht so auf in ein neues Leben und in einer Situation, die für dich wichtig ist, bricht das Eis. Und auch hier haben wir wieder das Zarte. Ne? Also auch das Rehkitz ist ja zart. Also das ist hier keine heftige Kraft, sondern es sind sanfte Kräfte, die wirken, die aber auch durchaus in der Lage sind, die Dinge erstmal ordentlich durcheinander zu bringen, in ihrer Sanftheit. Aber es ist was Schönes, was Wahres und was Gutes. Und dann haben wir den Baum der Welten und das ist ja auch definitiv eine Schutzkarte. Was auch dafür steht, für die Welt selbst, dass alles an seinen sicheren Ort findet. Also alles, was hier irgendwie total chaotisch ist, findet seinen Platz, da wo es hingehört. Und findet auch in seine Kraft. Der Baum der Welten, der ist ja gut genährt. Der verkörpert ja das ganze Universum, den ganzen Kosmos. Aber auch im Baum der Welten wirken Kräfte. Zum Beispiel gibt es im Baum der Welten, also wir reden von Yggdrasil, 4 Hirsche, die an den Blättern knabbern. Und der Drache Nidhögg, der unten in den Wurzeln sitzt, frisst die Wurzel an. Ne? Also es wird auch immer eine Kraft geben, die die Stabilität versucht ins Wanken zu bringen. So ist das aber auch im Leben, weil in dem Moment, wo du ein Gleichgewicht erreicht hast, ist es akut gefährdet. Ne? Also hier entsteht was Neues mit einer sanften Kraft, aber dennoch mit einer starken Kraft, mit einer starken, sanften Kraft, was erstmal für ein Durcheinander sorgt. Alle Kräfte wirken, es wird hier alles, also das System wird wie neu gebootet und diese Energie wird aber ihren Platz in der Welt finden. Man ist aber aufgerufen, immer daran zu denken, dass das Gleichgewicht möglicherweise von kurzer Dauer sein kann. Man muss also immer was dafür tun, um im Gleichgewicht zu bleiben. So wie das Rehkitz gehegt und gepflegt werden will. Ne, weil es immer Kräfte gibt, die an den Wurzeln fressen, an den Blättern fressen oder wie auch immer. Das ist wie in deinem eigenen Leben. Ja? Du bist stabil, es geht dir gut. Du hast das Gefühl, es läuft ganz einfach im Leben. Und es gibt aber immer irgendwo irgendeinen, der missgünstig oder neidisch auf dich schaut. Ne? Das ist dann so symbolisch, der frisst an deinen Blättern oder nagt an deiner Wurzel und versucht dich da irgendwie zu Fall zu bringen. Es gibt immer Kräfte, die versuchen, gegen dich zu wirken. Aber wir haben hier auch stehen in Runenschrift, Odin passt auf. Ne? Also der Baum, wie gesagt, ist auch eine Schutzkarte. Und dann haben wir hier das Spinnrad und das steht ja für das Schicksal. Ne? Also etwas folgt hier einer Bestimmung. Und dieses Etwas ist möglicherweise dieser Neuanfang, dieses neue Leben, was vielleicht erst so ein bisschen deine Welt ins Wanken bringt und ordentlich ein Durcheinander veranstaltet. Aber es ist hier was Gutes. Es ist definitiv was Positives, was hier im Werden ist. Es folgt einer Bestimmung und das Spinnrad spiegelt auch nochmal auf den Dachs. Und durch das, was da sich neu entfaltet, ne, und das Eis bricht, wird wieder dein Heilungsprozess vorangeschoben. Ne? Ich habe jetzt schmunzelnd in den Kommentaren gelesen, oh, ich kann es nicht mehr hören, was habe ich schon geheilt, ich habe so viel für mich getan. Ich kenne ja solche Aussagen. Ne? Da sitzt man und tut und macht. Man macht Heilarbeit, man meditiert, man macht dies und das und jenes.
Und dann kommt dann die Zeit, wo man sich fragt, bringt das eigentlich alles überhaupt was? Was habe ich jetzt schon alles getan? Ich habe doch jetzt schon wirklich lang genug getan. Bedenkt aber immer, dass das, was wir hier tun, unsere ganze Existenz im Hier und Jetzt, unser Leben hier auf Erden, in diesem Körper, das ist noch nicht mal ein Wimpernschlag im Universum oder in der Ewigkeit. Ne? Und wir heilen eigentlich ständig. Das hört nie auf. Es geht immer weiter. Unser Licht kann immer heller leuchten und immer heller strahlen. Das ist nichts, was du abgeschlossen hast nach einem bestimmten Zeitraum. Dann hast du vielleicht einfach erst mal genug getan. Ne? Also wenn jemand mit so einer Frage an mich rantritt und sagt, was soll ich jetzt noch machen? Jetzt habe ich doch schon. Ne? Ich habe doch schon dies und das und jenes getan. Heilen bedeutet ja auch einfach, sich gut um sich selbst zu kümmern, es sich gut gehen zu lassen. Mach das, was dir einfach gut tut. Wenn du sagst, die Meditation gibt mir im Moment nichts, dann hör auf zu meditieren. Heilen oder zu heilen bedeutet einfach grundsätzlich in der Selbstfürsorge zu sein. Ne? Sich selbst an erste Stelle zu stellen, das hat auch nichts mit Egoismus zu tun, sondern einfach nur damit, dass du dich, bevor du dich um alles andere kümmerst, erstmal um dich selbst kümmerst, damit du in deiner Kraft bist. Dann kannst du ganz anders wirken, ne? Und es gibt dann halt auch mal Zeiten, wo man nicht meditiert oder wo man nicht aktiv Heilarbeit macht, weil die Energie darf dann auch erstmal nachziehen. Das ist wie, als ob man sich ein Depot geschaffen hat. Ne? Du hast da ganz viel Energie in deine Heilung investiert, ganz bewusst, hast dies, das und jenes getan. Und diese Energie, die hat sich wie in einem Depot angesammelt. Und dann darfst du auch erstmal auf dieses Depot zurückgreifen. Also so verstehe ich es. Und immer der Nase nach. Ne? Also der nächste Schritt liegt immer genau vor dir. Und wir können auch sowieso immer nur den nächsten Schritt gehen. Ne? Ja, und im Prinzip hört es nie auf. Ja. Dann schauen wir mal, was die Tarotkarten bei Lunea Weatherstone sagen. Die Frau Wetterstein sagt zu dem Neuen, was hier ansteht. Interessanterweise liegt das ja dann im Dezember und da beginnen ja dann wieder die Rauhnächte. Ne? Also da sind wir mal gespannt. Ne? Wir haben Ace of Visions, ne? Das ist eine Wunscherfüllung oder die Wunscherfüllung, das ist nämlich das Ass der Kelche. Oh, starke Karten sind gefallen. Starke Karten sind gefallen. Wir haben nämlich die Wunscherfüllung mit dem Ass der Kelche. Hier findest du vielleicht das passende Gegenstück. Schaut mal da. Der Schwan spiegelt sich hier und er spiegelt in den Schwan mit der goldenen Kette. Da gibt es auch eine Legende drüber, dass der eine Schwan, der die goldene Kette trägt, anders ist als alle anderen Schwäne. Es gibt aber nur diesen einen Schwan mit der goldenen Kette. Also das Ass der Kelche steht ja auch für die Wunscherfüllung in der Liebe. Ihr wisst ja, die Kelche stehen ja für die Liebe. Es kann hier sein, dass hier ein passendes Gegenstück gefunden wird. Man sieht es schon. Es ist vielleicht noch auf einer anderen Ebene. Für den einen oder anderen hat es vielleicht aber auch was mit Selbstliebe zu tun. Ich will es einfach nur dazu sagen. Aber hier ist ein Erkennen. Ne, da ist also bei mir kommt rein diese Worte, ich sehe dich. Ne, zumal ja Avatar jetzt wieder im Kino läuft, also ne, der zweite Teil. Das wissen wahrscheinlich viele von euch. Viele von euch haben vielleicht den Film schon gesehen, vielleicht ist da auch eine Botschaft drin. Aber hier dieses ich sehe dich, ne, dieses sich gegenseitig erkennen oder eine Vision haben, die Wunscherfüllung selbst. Hier gibt es jemanden, jemand, der anders ist als die anderen. Ne, hier, der Schwan hat hier auch noch ein Krönchen auf. Ja. Und wir haben hier die 10 der Münzen. Das passt sehr gut, weil das ist dieses Komm doch her. Dieses Willkommen sein. Etwas kann vom Himmlischen ins Irdische kommen. Etwas kommt in die Welt. Das könnte hier auch mit dem Neuanfang zu tun haben. Und auch dieses auf die Welt kommen kann auch die sanfte Kraft des Schneeglöckchens sein, was da durch die Eisdecke bricht. Dass sich hier etwas ins Irdische manifestiert und mit den 10 Kelchen haben wir hier die ganz große Liebe. Also, was soll ich sagen? Ne? Also, das ist ja hier das absolute Vollglück.
Zwei, die sich gefunden haben, lassen ein drittes entstehen. Das kann natürlich auch für einige eine Familiengründung sein, für andere aber einfach das Gemeinsame oder die Gemeinsamkeiten, die diese beiden auf die Welt bringen. Ne? Die gemeinsame Sache, die sie vielleicht machen, gemeinsame Projekte, ne, für die, die nicht auf die Liebe schauen. Also Liebe ist für mich immer alles, was Herzensangelegenheiten bedeutet. Ne? Wer hier nicht auf die Liebe schaut, der findet vielleicht ganz einfach den Ort, wo er hingehört oder den perfekten Job oder seinen Seelenweg, folgt seiner Berufung. Ne? Etwas manifestiert sich, es kommt vom Himmlischen ins Irdische. Dieser Schwan, der wird keine Spiegelung oder Illusion bleiben, sondern der kommt wirklich. Und dann kann aus Zweien ein Drittes entstehen, es kann wieder was Neues entstehen. Das ist, als ob du dein volles Potenzial zur Geltung bringen kannst. Ne? Wo auch, also auf welche Situation in deinem Leben auch immer du schaust. Ja, und wirklich für die, die auf die Liebe schauen, kann das hier wirklich die absolute Erfüllung sein, die absolute Fülle in der Liebe, die absolute Wunscherfüllung, dass ja, vielleicht eine Liebe endlich lebbar ist oder du einem Menschen begegnest, der dich ganz einfach ergänzt und mit dem du euer Bestes zum Vorschein bringen kannst. Ja, also das ist ja Wahnsinn, diese Botschaft. Die ist also sowas von überaus positiv. Ja, und du hast vielleicht wirklich in Anführungsstrichen endlich ausgeheilt und genug getan und dein Depot gefüllt. Und es darf sich jetzt im Laufe des Jahres halt auch wie ein Goldregen über dich ergießen. Ne? Das, vielleicht ist es so. Wobei ich ja jemand bin. Ich könnte ja nie aufhören, aktiv an mir zu arbeiten oder in die Heilarbeit zu gehen. Das ist ja auch was, man macht es ja für sich. Ja? Wenn ich mich mit mir befasse, mache ich das nicht für andere, sondern einfach für mich selbst. Ich lerne ja ständig dazu. Es geht ja uns allen so. Wir lernen ja ständig, jeden Tag voneinander, miteinander, durcheinander und manchmal ist es auch ein Durcheinander. Ne? Das, ja, was sagen denn die Engel und Ahnen als Krönung, ne, über diese wirklich wundervolle, abschließende Rauhnacht 2022, Dezember 23? Was ist die letzte Instanz? Und das ist Lord. Übernimm Autorität und Führung. Du bestimmst, wie dein Weg weitergeht. Ne, also du kannst hier ganz klar auf dieses Ziel hinarbeiten. Und du kannst dazu beitragen, was du eben, also A, dazu beitragen kannst und B, was du auch dazu beitragen möchtest. Als der Nase nach, ich habe es eben gesagt, übernimm Autorität und Führung. Geh immer den nächsten Schritt und so kommst du halt immer einen Schritt weiter. Aber es sind oftmals die kleinen Schritte, die uns sicher an ein Ziel bringen. Große Sprünge sind da schon eher risikobehaftet. Kleine Schritte sind übersichtlich. Die kann man verkraften. Die kann man verstehen vielleicht auch. Ne? Mit großen Sprüngen ist man manchmal vielleicht auch in einer Überforderung oder auch in einer Selbstüberforderung. Dass man mit einer Situation dann nicht mehr klarkommt, weil es dann doch ein bisschen viel auf einmal war. Aber geh als den nächsten Schritt. Und der nächste Schritt zeigt dir dann wieder, wie die Reise weitergeht. Ne? Vielleicht stehst du auch irgendwann mal an einer Kreuzung, darfst dann eine Entscheidung treffen, ob du jetzt links oder rechts gehst oder geradeaus oder ob du umkehrst. Ne? Das ist ja auch immer eine Möglichkeit, dass man sagt, nee, ich muss hier eine Kurskorrektur vornehmen, ich kehre um. Aber du wirst, wenn du bewusst bist und vor allen Dingen achtsam bist, dein Ziel erreichen. Ja, spannend. Und die Rune, die uns begleitet, ist folgende. Klar und rein sollt ihr sein, klar und rein sollt ihr sein, klar und rein sollt ihr sein. Oh, ich habe ein Herz und eine Rune. Zum einen ist es die Fehu und die steht für Energie. Also auf diesem Tag oder im Dezember 23 liegt eine ganz starke Energie, die Fülle, Schönheit und Reichtum schenkt. Fülle, Schönheit und Reichtum sind im Endeffekt alles Energien des Reichtums. Innen wie außen, innere und äußere Fülle, ne, zeigt auch hier nochmal die Tarotkarte, denen hier geht's gut. Ne, die sind innerlich und äußerlich gut gefüllt, die haben gut gegessen. Ne, und wenn du satt bist, bist du innerlich gefüllt. Was kann dich satt machen? Natürlich Nahrung,
aber auch Dinge, die dir gut tun. Und wenn du innerlich satt bist und gut genährt bist mit Dingen, die dir gut tun, ne, Essen, Trinken, Erinnerungen, Momente, ne, dann strahlst du es auch ins Außen aus. Natürlich kann es hier auch um Materie gehen. Ne? Also es kann hier auch um Reichtum im Irdischen gehen. Es kann auch für einige tatsächlich um Finanzen gehen. Das habe ich eben völlig vergessen zu erwähnen. Also dass hier also auch ein finanzieller Umschwung oder Aufschwung auf der Legung liegt. Und dann habe ich ja noch ein Herz gezogen. Und es ist das Glück in der Liebe. Und der Klee ist aber das zarte, zerbrechliche, noch ganz neue. Harmoniert hier irgendwie mit dem Rehkitz. Ne? Eine Liebe, die schützenswert ist. Ne? Viele glückliche Momente. Es kann aber auch wirklich eine Liebe der neuen Zeit sein, die einfach anders ist. Ne? Also der Klee wird ja in den Lenny-Karten als das kleine Glück bezeichnet. Da gehe ich überhaupt nicht mit konform, sondern eher, dass etwas spontan geschieht. Weil wenn so ein Klee gefressen wurde, ne, von einem Häslein oder die Wiese wurde gemäht, ne, der Klee ist weg, der ist bereits am nächsten Tag oder am übernächsten Tag ist der Klee wieder da. Klee gibt es überall, in Hülle und Fülle. Das Glück ist in Hülle und Fülle da. Wir müssen nur offen dafür sein und es erkennen können. Und das Glück liegt auch oft am Wegesrand. Dort ruht es still und unerkannt. Wie oft gehen wir an unserem Glück vorbei, weil wir uns mehr erhoffen oder unzufrieden sind. Und wir sehen vielleicht auch das kleine Glück, was in der großen Liebe liegt, nicht. Und oftmals sind es die vielen kleinen Dinge, die am Ende das ganze Herz erfüllen und ausmachen. Ja, das möchte ich euch damit noch durchgeben. Und es geht hier vielleicht auch ein Stück weit um Dankbarkeit und Achtsamkeit. Und ja, die Summe des Glücks. Ne? Die vielen kleinen Glücks haben am Ende ein ganz großes ergeben. Und diese Reise liegt wahrscheinlich in diesem Jahr jetzt vor uns. Ich hoffe, dass ich euch mit dieser Legung bereichern konnte und auch nochmal zum Nachdenken anregen konnte. Und ich freue mich auf unsere Reise, die da weitergehen wird. Und es macht mir einfach eine Riesenfreude, mit euch die Karten zu legen. Bis dahin, bye bye, ciao ciao, euer Yonanda TV. Ich freue mich, wenn ihr mir ein Abo dalasst, einen lieben Gruß, einen lieben Kommentar. Wir hören uns, sehen uns und wir fühlen einander. Bis dahin.